Meine Damen und Herren, ich bin sehr beeindruckt von dieser Veranstaltung und bedanke mich sehr bei den Veranstaltern, dass ich den Vortrag halten darf. Wir sind also jetzt hier bei diesem festiven Ereignis und mein Vortrag lautet Freiheit, Wille und Gehirn. Und alles begann in Freiburg. Ihr kennt diese schöne Stadt mit dem Münster. Und unsere Kinder aus Ulm haben dann das Wahrzeichen dieser Stadt auch gleich gekannt, nämlich die Bächlein. Wir hatten ein schwarzer EEG, das noch mit Röhren betrieben war, achtkanälig. Und die Versuchsperson saß in einem faradäischen Käfig, in der Neurophys-Hühnerstall genannt. Hier sehen Sie dann die Versuchsperson da drin. Und das erste Ergebnis war, dass bei linksseitigen Bewegungen das Bereitschaftspotenzial rechts präzentral größer ist, also kontralateral als ipsilateral. Und wenn man hier eine bipolare Reihe gemacht hat, so ergab sich Phasenumkehr. Das ist immer sehr schön, wenn man die im EEG zeigen kann. Dann kann man nämlich sagen, dass hier die Quelle ist. Wir haben dann auch passive Bewegungen untersucht. Hier bin ich also am Ziehen einer Angelschnur, die war an die Finger geklebt und lief über eine Rolle an der Käfigrückwand. Und die Versuchsperson bekam dann also passiv diese Bewegung gemacht, die wir natürlich versuchten, so ähnlich zu machen wie die Aktiven. Und was trivial zu sein scheint, war nicht trivial. Nur bei den aktiven Bewegungen fand sich dieses Bereitschaftspotenzial und bei den passiven nicht. Auch hier nur aktiv Bereitschaftspotenzial und passiv nicht. Der Arbeitsplatz ging dann weiter und dieser riesige Kasten war ein Tönnies EMG-Gerät, den wir nur zum Triggern brauchten. Der andere Kasten hier war das Telefunkmagnetbandgerät, auf dem wir unsere Versuche aufzeichneten. Und dann habe ich tatsächlich, wie Sie jetzt hier sehen können, die Spulen genommen und umgekehrt wieder aufgelegt, sodass wir dann von der Vergangenheit in die Zukunft rückwärts analysieren konnten. Das war der Trick und deswegen haben wir das Ganze auch nur gefunden. Hier ist die Versuchsperson in einer kurzen Versuchspause. Sie hält in der Hand den Gummiball eines Blutdruckmessgerätes, mit dem wir dann Faustschluss untersucht haben. Und hier ist das Herzstück des Arbeitsplatzes, der Mnemotron CAD Computer 400B und der Plotter, wo man dann die Kurven ausschreiben konnte. H.H. Kornhuber war damals 36 und ich war 26. Das ist Richard Jung, der Leiter der Neurophys. Er hatte immer seinen Finger am Puls der Zeit und am neuesten in der Neurologie und Neurophysiologie. Vor allem auch in seiner Klinik hatte er immer die neuesten Geräte. Und Kornhuber und ich verdanken ihm den CAD-Computer. Das kam so, Richard Jung erhielt einen Ruf an das MPI nach München und sagte diesen aber ab und als Bleibegeschenk bekam er etwas von der Universität Freiburg und dafür kaufte er das damals modernste, was es gab, den Mnemotron CAD Computer. Dieser wurde erfunden von Manfred Kleins. Der ist geboren in Wien und hat Manfred Klein geheißen. Das war jetzt zu weit. Und er ist Wissenschaftler, Erfinder und Konzertpianist, ein ganz interessanter und vielseitiger Kopf. Und den CAD-Computer erfand er 62. Hier Computer of Average Transients. Und hier wird klar, wie schnell Richard Jung war. Der CAD wurde 62 entwickelt und 63, 64 hat er ihn an seiner Klinik. Noch eine Persönlichkeit ist zu nennen, das ist W. Gray Walter, der von Bristol 1964 nach Freiburg kam, um Sommerurlaub im Schwarzwald zu machen, wie das viele Engländer gern gemacht haben. Er besuchte dabei immer regelmäßig Richard Jung und wir zeigten Gray unsere ersten Resultate. Und er prägte für unsere Methode diesen schönen Ausdruck, Opisthochronic Averaging.
Das Bereitschaftspotenzial kam nicht von ungefähr. Es war kein Zufallsfund. Kornhuber hatte sich Gedanken gemacht über menschliche Freiheit. Er war selbst ja 5 Jahre lang in Kriegsgefangenschaft und hat diesen Begriff philosophisch untersucht, aber auch naturwissenschaftlich. Er hielt ein Seminar über menschliche Freiheit in Freiburg. Und in der Situation von 1964 wurde der Mensch nur als ein passives Objekt betrachtet und nur als die Sensorik, die evozierten Potenziale wurden von Interesse. Wir dagegen suchten nach Zeichen eines selbstaktiven Willens. So instruierten wir unsere Versuchspersonen, dass sie ihre Bewegung in unregelmäßigen Intervallen und aus freiem Willen, aus freien Stücken, sagt man auch, machen sollten. Das bedeutet absolut ohne irgendwelche Reize, Stimuli, völlig selbst initiiert. Ich mag den Ausdruck self-paced nicht besonders, weil er in regular pace suggeriert. Und es ist wichtig, die unregelmäßigen Intervalle zu machen. Diese Probandeninstruktion, so glauben wir, hat sicher mitgeholfen, dass wir das Bereitschaftspotenzial gefunden haben. Und so fanden wir ein Hirnpotenzial, das grundverschieden war von Gray Walters Erwartungswelle, Expectancy Wave oder CNV. Beide Potenziale wurden aber im Jahr 1964 erstmals vorgestellt. In seinem Seminar hat Kornhuber eine Fragebogenaktion gemacht unter den Teilnehmern, darunter auch ich. Wer ist jeweils freier, ein Mensch oder ein Schimpanse? Schimpanse oder Rhesusaffe, Rhesusaffe oder Katze, Katze oder Salamander, Salamander oder Spinne, bis hinunter zum Regenwurm. Seine Hörer beantworteten die Frage nach der Freiheit ganz eindeutig, nämlich gemäß der Stellung des Lebewesens in der Evolution. Wir betrachten offenbar die Evolution als einen Prozess, der seine Organismen freier und freier macht, wie wir auch einen Adepten, der an sich arbeitet, sich selbst vervollkommnet, als immer freier ansehen. Shaolin-Jünger. Das wird auch unter Biologen so gesehen, bei denen herausgearbeitet wurde, dass die Autonomie einer Spezies im evolutionären Prozess immer mehr zunimmt. Und Autonomie ist Freiheit. Es war der Geist des Hauses, dass ich natürlich selbst auch Versuchsperson spielte, wie hier im Keller der Neurophys bei Johannes Dichganz, der ganz spannende Experimente auf dem Drehstuhl machte. Er konnte Illusionen erzeugen und Schwindel bis zur Übelkeit bei der Versuchsperson auslösen, obwohl diese keinen Millimeter gedreht wurde. Die Zirkularvektion ist eine zwingende Empfindung, macht schwere Nebenwirkungen und selbst die Corioliskraft wird gefühlt, obwohl sie gar nicht da ist. Dichganz nannte sie logischerweise Pseudo-Corioliskraft. Vorgestellt wurde das Bereitschaftspotenzial erstmals 1964. Vortrag von der Deutschen Physiologischen Gesellschaft. Und wo tagte diese Deutsche Physiologische Gesellschaft damals? In Tübingen. Das ist unser Full Paper, was also 1965 erschien. Wir können jetzt also 50 Jahre Jubiläum davon feiern. Und wir haben damals schon in dem englischen Summary Readiness Potential als Übersetzung angeboten. Trotzdem wurde auch bei den Engländern Bereitschafts Potential, dieser Zungenbrecher, vorgezogen. Dieses deutsche Paper wurde so häufig zitiert, dass es einen Citation Classic gemacht hat mit Eugene Garfield. Und da haben wir, haben wir unsere vorgestellt, on a sunny Saturday in the spring of 1964, Kornhuber and his doctoral thesis, L. Deke, went to the Gasthaus zum Schwanen in Freiburg. Und interessanterweise, das ist jetzt wie eine kleine Lustigkeit hier zu sehen, wenn man im Google nach Gasthaus zum Schwanen in Freiburg sucht, dann stößt man auf das Bereitschaftspotenzial.
Es wurden dann Citation Classics, das war dieser erste in Pflügers Archiv. Der zweite war der Deke Scheidkornhuber. Der dritte war meine hier Habilarbeit in Biological Cybernetics. Und der vierte war eine Arbeit mit Kornhuber und mir, wo wir bei Parkinson-Patienten fanden, dass das die SMA, die supplementäre motorische Area, der Generator für die frühe Parkinson, für die frühe Bereitschaftspotenzialelement ist. Dann hat Sir John Eccles und Sir Karl Popper dieses Buch herausgegeben, The Self and Its Brain, und sie fanden wirklich eine hymnische Beschreibung des Bereitschaftspotenzials. Es besteht eine reizvolle Parallele zwischen diesen imponierend einfachen Experimenten und den Versuchen Galileo Galileis. Eccles hat dann auch unser Paper gebracht, das ist das hier mit Deke Scheid und Kornhuber. Da haben wir Fingerbewegungen mit Armbewegungen verglichen. Fingerbewegungen sind sehr hier filigran und Armbewegungen sind mehr plump, aber beide zeigen natürlich ein Bereitschaftspotenzial. Und dieses Bild, was im Physiologielabor der Universität Oxford hängt, finde ich so wunderschön. Das zeigt Eccles mit Sherrington. Die zweite Station in meinem forschenden Leben war dann die Station in Ulm. Wir sehen hier das schöne Münster, was jetzt wieder in der Mitte steht. Und auch da haben wir das Bereitschaftspotenzial weitergemacht. Jetzt nicht mehr in einem Käfig, sondern die Tapete war die elektrische Abschirmung des Raumes. Und wir fanden bei derselben Versuchsperson bei mehreren Experimenten, also 8 Experimenten an 8 verschiedenen Tagen, das Bereitschaftspotenzial. Und ich habe das hier superponiert. Und wir sehen, wie schön reproduzierbar das Ganze ist. Und wir sehen auch hier, die frühe Komponente ist von der SMA generiert, Early BP oder BP1, und die späte Komponente ist vom motorischen Cortex generiert. Parkinson haben wir dann untersucht. Ach, das die ist sehr sensibel hier. Bei Menschen kann man keine Läsionsexperimente machen, man kann aber die Läsionen, die die Natur macht, Krankheiten, sorgfältig studieren, und der pathologische Zustand kann uns viel über den Normalzustand sagen. Das ist die klassische Hirnforschung der deutschen Schule, Karl Kleist, Corbinian Brodmann, Hugo Liebmann und andere. BP-Versuche an Patienten sind schwieriger, das Störelement war der Tremor. Wir schlossen also den Tremor-Dominanztyp aus. Kornhuber hatte schon über Stammgänge und Cerebellum gearbeitet und auch eine Schleife postuliert, die Cortico-Basal-Ganglio-Thalamokortikale Schleife. Das ist diese Motor Loop. Sie geht im supplementären motorischen Area los, geht dann hier über die Stammganglien. Im Nebenschluss ist der Nucleus subthalamicus und dann geht das über den ventrolateralen Thalamus wieder zurück und jetzt aber zum motorischen Cortex. Joachim Bauer in Freiburg fand eine hymnische Formulierung für diese Schleifen. Die ungeheuer feine Austarierung aller biologischer Stellwerke durch Rückmeldeschleifen ist ein wahres evolutionäres Wunderwerk. Und hier sehen Sie eine Versuchsperson bei den Parkinson-Patienten. Es war eine nette alte Dame, Gräfin war sie, Parkinson-Syndrom, und die im Experiment sich große Mühe gab, unsere Kriterien zu erfüllen. Wir sehen hier am Vertex ein großes Potenzial, da ist die SMA, und über dem motorischen Cortex sehen wir nicht viel Aktivität. Vorher war gesagt worden, dass der Vertex ein günstiger Abgriff ist, bei Volumenleiter abzuleiten von beiden Seiten, also vom motorischen Cortex, aber am Vertex selbst wäre kein Generator. Und wir fanden eben, vom motorischen Cortex ist hier nicht viel bei der Parkinson-Patientin, aber der Vertex muss seinen eigenen Generator, Potenzialgenerator haben, und das ist die SMA. Es gab dann
ein Workshop Design and Operation of the Brain, Professor Sir John Eccles im Vatikan 1988. Und da lernte ich kennen diesen Herrn hier. Das ist Benjamin Libet. Und hier ist auch Wolf Singer zu erkennen. Alles, was Rang und Namen hatte, war da drauf, Mount Castle und so weiter. Dies ist jetzt der Libet-Versuch, dieser berühmte. Und ich will ihn hier ein bisschen genauer darstellen, damit Sie sehen, wie schwierig der ist. Libets Uhr oben ist die Wundt-Event-Clock. Das ist der berühmte Wilhelm Wundt, der Begründer der Experimentalpsychologie. Hier dauert eine Umdrehung 4,75 Sekunden, bei Libet nur 2,56, also doppelt so schnell. Wir haben das mit Studenten nachgemacht und man kommt bei dem Experiment völlig ins Schleudern, genau den Zeitpunkt angeben zu können, wann das jetzt erfolgt. Dieses ist im Hintergrund unsere neuen Versuche mit Rutschmann, wo wir Loretto Programm angewendet haben und hier sieht man schön die SMA und hier auch auf der Innenseite. Die Aufgabe bei Libet war, eine einfache Fingerstreckung, den Finger also zu heben. Spontan selbst initiiert, war Libets Instruktion an die Versuchsperson. Introspektion dann, bewusstes Gefühl, jetzt will ich bewegen. Er nannte das Conscious Wish, W, kam dann und es kam dann heraus, das Bereitschaftspotenzial beginnt früher. Heidenei, was kam denn jetzt? beginnt früher als das Gefühl, jetzt will ich das, den Finger heben, Conscious Wish. Das Bereitschaftspotenzial ist eine gemittelte Kurve. Es gibt dann früher und später. Und dieser hier hat eine riesige Steuerung. Die 0,2 Sekunden Conscious Wish sind natürlich ein Mittelwert. Die Steuerung ist riesig. Man kann direkt von einem messtechnischen Problem sprechen. Der Mittelwert verbirgt, dass zahlreiche Probanden den Conscious Wish W weit früher datieren, in einigen Fällen bis auf über 0,9 Sekunden, also ganz hier. Haggard und Eimer, aber auch Haggard hat das Libet-Experiment nachgemacht, aber auch bei Libet selbst gab es Probanden, die das W bis zu 0,4 Sekunden vor dem Bewegungsbeginn machten. Damit kommt das Ganze dem BP-Beginn schon recht nahe oder immer näher. Unsere Konklusion lautet, während BP1 sind wir uns nach Libet angeblich noch nicht unserer eigenen Handlungsplanung bewusst. Aber während BP2 sind wir es. Libet et al. Folgern aus dieser initialen Nichtbewusstsein unserer Handlungsplanung, dass wir keinen freien Willen bei der Initiierung der Handlung haben, aber bei der Kontrolle BP2 haben wir ihn. Es ist ein großer Aufwand für das Gehirn, das Bewusstsein 200 Millisekunden vor dem Bewegungsbeginn anzuknipsen sozusagen, aber Zeit genug, um noch Änderungen in letzter Minute vorzunehmen, die so weit gehen können, dass man die Bewegung gar nicht durchführt. Das ist Libets Veto. Und um von der Bewegung zu lernen, zur Verbesserung der Ausführung. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das Libet-Experiment beweisen würde, dass wir keinen freien Willen bei unseren Willkürbewegungen hätten. Das BP ist das Resultat von Averaging, das ist das Resultat von Averaging. Und aus diesen zwei, überhaupt das in einem Pfeil hier zu gestalten, das ist abenteuerlich. Das beides hat große Streuung. Uns stellt sich das Ganze folgendermaßen dar. Frage, ist das initiale Segment des BP bewusst? Hier ist das frühe und hier das späte, also BP1, ist noch nicht bewusst. Libet sagt nein. Der Neurologe kennt viele Phänomene, die, obwohl kortikal, unbewusst sind. Hemianopsie, Hemineglect, Rindenblindheit, Anosognosie und so weiter.
Es gibt viel mehr unbewusste Agenten im Gehirn als bewusste. Da ist das Bild des Eisbergs. Also viel von dem Eisberg ist, das meiste ist unter Wasser, nur ein Achtel schaut heraus. Der Willensimpuls kommt vom Frontalhirn. Und unser Experiment, Quintessenz ist also der Vorgang, taucht aus dem emotionalen Urgrund empor, limbischer Kortex, und erst beim Durchbrechen der Oberfläche wird er bewusst. Hier ist hat ein Kongress stattgefunden in Ulm, und alles, was Rang und Namen hatte zu dieser Zeit, war da: Gazzaniga, Nähtennen, Ed Evert, und hier ist dann auch Hell da, und hier ist er auch, Hell Weinberg. Und wer sitzt da? Niels Bierbaumer. Die dritte Station war dann Wien, und wir machten dort einen Kongress für Kornhubers 60. Geburtstag. Hier sieht man übrigens die Ulmer Schachteln auf dem Donaukanal, und der Kongress fand statt in der Hofburg, Schweizer Hof an der Botschafterstiege. Kornhuber, Rüdel, Lux, Bechinger, Mountcastle, Eccles, meine Wenigkeit, Janssen, Gerd Huber, Pompeiano, Prox und da auch dich ganz, Johannes dich ganz. Im Jahre 1982 holte mich Professor Weinberg an die schöne Simon Fraser Universität. Sie sehen hier den Campus, und Hall hatte als einer der ersten ein MEG, und wir fanden das Bereitschaftsmagnetfeld. Wir haben dann mit Cunnington zusammen, der 2 Jahre bei uns als Gastwissenschaftler war, eine Untersuchung mit dem fMRI gemacht. Das war also eine damals schon ziemlich große Maschine, 3 Tesla, jetzt haben wir 7 Tesla. Und entscheidend war die Verbesserung der zeitlichen Auflösung der 3-Tesla-Maschine. Und das gelang, und es gibt dann auch ein Potenzial, welches dem Bereitschaftspotenzial sehr ähnlich sieht, sogar diese rampenförmige erste Komponente und die steilere zweite Komponente. Und das Ganze nannten wir Bereitschaftspotential Bold Response, wobei Bold heißt Blood Oxygen Level Dependent Contrast. Das war dann die entsprechende Arbeit dazu. Und was ist tatsächlich passiert? Sie sehen jetzt hier die fMRI, und an dieser Stelle ist noch keinerlei Aktivität im Gehirn zu erkennen. Und hier ist die früheste Aktivität überhaupt, dass beide SMAs und wahrscheinlich die CMA, die zinguläre motorische Area, auch aktiv ist. Und das bleibt eine Weile so, und erst hier ist die früheste Aktivität des kontralateralen motorischen Kortex zu erkennen da, sodass dann hier beide aktiv sind, beide SMAs, und die kontralaterale M1 aktiv ist. Wenn man die Bewegung gar nicht ausführt, sondern sich nur vorstellt, dann ist aber bei der SMA und CMA dieselbe Aktivierung. Aber auf dem motorischen Kortex ist nur Aktivierung, wenn die Bewegung tatsächlich durchgeführt wird, und beim Vorstellen weniger oder gar nicht besonders. Hier sehen wir jetzt die bewegungskorrelierte Aktivierung, Bereitschafts-Bold-Effekt in den Basalganglien. Das war eine wichtige Entdeckung. Beachte den Unterschied zwischen extern getriggerten Bewegungen oben und selbstinitiierten Bewegungen unten. Und am Übergang vom Putamen zum Pallidus externum findet sich dieser wichtige Befund. Da ist Aktivierung in den Stammganglien, auch 2 Millimeter darunter, die bei extern getriggerten Bewegungen nicht ist. Das ist ein ganz wichtiger Befund, Basalganglienaktivierung im Sinne des Bereitschaftspotenzials nur bei selbstinitiierten Bewegungen.
Ross Cunnington hat inzwischen mit seiner Gruppe in Brisbane, Australien, intensiv weiter geforscht. Es gelang ihm dieses große Kunststück, dass er gleichzeitig das EEG und das FMRT ableitet. Und das bei diesen riesigen Magnetfeldern. Die Arbeit ist Nguyen, Breakspeare, nicht Shakespeare, und Cunnington. Außerdem verwendete er Einzelversuch-Korrelationsanalyse. Er fand, dass Einzelversuche, bei denen das frühe Bereitschaftspotenzial BP1 groß ist, auch mit größerer CMA-Aktivität einhergeht. CMA ist die singuläre motorische Area. Also großes BP entspricht großer CMA-Aktivität. Ross kann jetzt auch die CMA bei Menschen, die vor Aktionen aktiv ist, genau angeben. Es ist der anteriore mitzirkuläre Cortex, AMCC genannt. Und die größere BP1-Amplitude ist auch mit einem größeren Einfluss der CMA auf die nachhaltige Sustained-Aktivität der SMA verbunden. Also großes BP1 entspricht großer SMA-Aktivität Sustained. Und Ross hat jetzt auch die Konnektivität untersucht und festgestellt, dass CMEA und SMA reziprok miteinander verbunden sind und sich wechselseitig erregen und nachhaltige Sustained Aktivität vor einer Bewegung hervorbringen. CMA reziprok mit SMA. Diese nachhaltige Aktivität vor einer Handlung stammt also aus diesem reziproken, sich selbst erhaltenden System der CMA und SMA, die ihre Aktivitäten gegenseitig aufrechterhalten und antreiben in einer Running Loop, einer laufenden Schleife der Handlungsbereitschaft, bis ein anderes Signal kommt und die Handlung auslöst. Wir haben also zwei Schleifen, vielleicht noch mehr, die frühe CMA-SMA-Schleife der Handlungsbereitschaft und die motorische Schleife Motor-Cortico-Basaganglio-Thalamocortical-Loop. Laufende Schleifen sind offenbar äußerst wichtige Elemente in der Motorik. Sie gestatten ein nahezu schwellenfreies Starten einer Bewegung. Die CMA-AMCC-SMA-Schleife, die in Nguyen et al. Und hier erstmals vorgestellt wird, ist also auch eine Running Loop. Sie liefert daher bereits eine Art motorische Vorspannung, die das System erregt und ein Priming macht, das heißt eine Bereitschaft zum Handeln erzeugt. Liegt diese CMA-SMA-Schleife danieder, das heißt, ist sie herunterreguliert, so ist eine Störung der Spontaneität bis hin zum Krankheitsbild des akinetischen Mutismus die Folge. Die EEG-FMRI-Korrelation ist so gut, dass er jetzt genau hier die AMCC aufleuchten lässt. Die ist aber nicht nur FMRI, sondern ist eine EEG-FMRI-Korrelation. Das ist das Tolle dabei. Ich habe dann das umgekehrt und dazu verwandt beim Karl Kleist in seiner Hirnkarte, also Kleist mesial, die SMA und die CMA einzuzeichnen. Also hier ist ungefähr dann die CMA. Kleist hat hier Körper, Ich und Eigenerleben. Und vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass ich ja diese Bewegung ausführe. Das ist die Konvexität von Karl Kleist. Da sieht man hier den Antrieb und hier unten die gesinnungsmäßige Handlung. Das ist also, wenn Sie so wollen, so etwas wie ein ethisches System im Gehirn, der frontoorbitale Cortex. Gab es im klassischen Altertum ein Wort für Willen? Fragen wir uns auch in unserem Buch Wille und Gehirn. Die schriftliche Tradition der geistigen Interessen begann in Europa mit Hesiod. Kornhuber meint, dass also das Wort Sophrosyne der Begriff ist für die Besonnenheit und wörtlich also Gesundwilligkeit meint. Und Sophrosyne, die ist übersetzt ist mit Besonnenheit, des Vaters Selbstbeherrschung, ist für die Kinder die größte Vermahnung. Und Heraklit sagte, Sophronein gibt es also auch als
Tätigkeitswort ist die wichtigste Tugend. Und an den Tempel von Delphi wurde geschrieben, erkenne dich selbst. Ohne Selbstkritik keine Vernunft, auch kein Wille. Xenophanes, der Vater der Erkenntniskritik, lebte selbstkritisches, innovatives Handeln, Denken vor. Keineswegs haben die Götter von Anfang an alles den Sterblichen aufgezeigt, sondern mit der Zeit finden sie suchend Besseres. Die Franziskanermönche haben dann den Willen groß geschrieben. Und dies ist Petrus Johannes Olivi. Und er hat gesagt, der Wille ist der Beweger im ganzen Reich der Seele. Hat sogar gesagt, der Wille ist der König im Reich der Seele. Olivi wurde 1282 der Häresie verdächtigt. Er widerrief öffentlich seine Ansichten. Damit konnte er aber nicht verhindern, dass sein gesamtes schriftliches Werk verboten wurde. 1287 wurde er in Montpellier vollständig rehabilitiert. Giovanni Pico della Mirandola ist der Nächste, der die Renaissance einläutete. Er macht Adam bereits zu einem freien Menschen. Durch deinen Willen, o Adam, lässt er Gott sagen, in dessen Hand ich dich gegeben habe, wirst du deine Natur abgrenzen. Wir haben dich gemacht, damit du dich nach deinem eigenen Urteil gestaltest. Du kannst degenerieren in tierische Tiefe, du kannst aber auch aufsteigen in göttliche Höhen nach eigener Entscheidung. Das ist Giovanni Pico della Mirandola. Er rief die Gelehrten Europas zu einer Disputation über seine Thesen nach Rom. Papst Innozenz VIII. aber erklärte 13 der Thesen für heretisch, worauf Pico nach Frankreich floh. Trotzdem wurde er durch Beauftragte der päpstlichen Kurie unter Arrest gestellt. Durch Fürsprache von Lorenzo dem Medici wurde er freigelassen und ging nach Florenz zurück, wo er zurückgezogen lebte. Er wurde nur 31 Jahre alt. Picos Botschaft aber ist gewaltig, ja revolutionär. Kein Wunder, dass die Herrscher hinter ihm her waren. Wir dürfen uns selbst formen. Gleichsam ist jeder ein Pygmalion seiner selbst. Selbstgestaltung wird also ausdrücklich gestattet, ja postuliert. Immanuel Kant hatte geradezu Ähnlichkeit mit Pico und auch mit Thomas von Aquin. Er ist in Königsberg geboren wie Kornhuber, der größte Denker der Neuzeit, der im guten Willen das sah, was man ohne Einschränkung gut nennen könne. Kant hat aber auch Ähnlichkeit mit den Franziskanermönchen und wie gesagt mit Pico. Die Freiheit ist ein schöpferisches Vermögen und die wichtigste Bemerkung, die der Mensch an sich selbst macht, ist, dass er durch die Natur bestimmt sei, selbst Urheber seiner eigenen Neigungen und Fertigkeiten zu sein. Unschwer Pico hier zu erkennen. Also war das Mittelalter doch nicht so trostlos traurig. Der erste Schub zur Befreiung des Menschen, die Renaissance, und der zweite Schub zur Befreiung des Menschen, die Aufklärung. Und Kant sagt in seiner Aufklärung, spricht er nicht nur vom Willen, sondern ausdrücklich von der Freiheit des Willens. Der Mensch ist ein intelligibles Wesen, das heißt, er ist in der Lage, in der Vernunft unabhängig von sinnlichem und auch triebhaften Einflüssen zu denken und zu entscheiden. Alle vernunftbegabten Wesen und damit auch der Mensch sind nicht fremdbestimmt, heteronom, sondern selbstbestimmt, autonom. Das ist schon eine sehr wichtige Feststellung. Den kategorischen Imperativ kennen Sie alle. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte. Und Kant hat auch bereits zwischen äußerer Freiheit und innerer Freiheit unterschieden. Unsere innere Freiheit ist die wichtige. Und diese ist es, die uns diejenigen Hirnforscher, welche total deterministisch denken, wie Roth und Singer, absprechen wollen.
So unterschied Kant bereits später Nietzsche zwischen einer Freiheit wovon, negativer Freiheit, das ist das, was wir meistens unter Freiheit sehen, nämlich frei von Hunger, von Unrecht, von Diktatur und so weiter. Aber wichtig ist die positive Freiheit. Und die ist eine komplexe Fähigkeit unseres Gehirns und der Zusammenarbeit von Menschen. Wichtig ist noch, sich kurz Revue passieren zu lassen, die Reifung des Willens im Kindesalter. Ein Küken kann gleich nach dem Schlüpfen laufen und picken und sieht die Körner. Ein Kind braucht 3 Jahre, um einen Löffel ohne zu verschütten zu gebrauchen und noch viel länger seinen Willen zu entwickeln. Man kann also auch ein evolutionäres Grundgesetz postulieren. Je größer das Gehirn, desto länger die Aufzucht der Jungen. Ein Orang-Utan-Junge in Sumatra bleibt 10 Jahre bei der Mutter. Wie vorher das Kind sich gefreut hat, das Krabbeln, das Laufen und das Werfen zu lernen und dies mit Lust immer wieder geübt hat, so übt es nun seinen Willen im 3. Lebensjahr. Und zwar teilweise auch durch Nein sagen. Früher hat er gesagt, Dominik will noch nicht ins Bett. Und jetzt sagt das Kind, ich will noch nicht ins Bett. Das heißt, in diesem Alter kommt es zum Ich und damit auch zum Willen. Kinder, die mit 6 oder 7 Jahren willensschwach sind, haben zu 80% eine solche Phase der Negation nicht durchgemacht, sagt Hildegard Hetzer 1987. Im Trotzalter, in dem sich der Wille seinen Weg bahnt, ist es essentiell wichtig, diese sensible Phase, in der der eigene Wille erworben wird, behutsam anzugehen. Die Eltern sollten den Willen des Kindes nicht zu brechen versuchen, nicht bekämpfen oder gar bestrafen, sondern lenken, und zwar mit Güte, Liebe und Vorbild. Dadurch werden die Weichen gestellt, ob sich zum Beispiel ein egoistischer, nur auf den eigenen Vorteil bedachter Wille entwickelt oder ein ethisch ausbalancierter, vernünftiger, besonnener Wille. Und mit diesem geistig-ethischen Willensbegriff können wir uns freilich in den Grenzen unserer Entscheidungsmöglichkeiten frei entscheiden. Wobei Freiheit nicht identisch ist mit alles alleine können wollen, mit Totalautarkie. Kein Lebewesen ist ganz autark. Jedes braucht Wasser und Energie, die von außen kommt. Und nun kommt wieder die Negation. Wir können vor allem auch etwas nicht tun, unterlassen. Sogar Lippitz' Veto ist in der Beziehung ganz wichtig. Das Frontalhirn hat seine wichtigste Aufgabe in der Hemmung. Es übt inhibitorische Kontrolle aus auf unser viel primitiver entwickeltes, nicht so rasch evolviertes Emotionalgehirn. Sie wissen, dass Damasio sagt, Descartes irrt. Aber das ist nichts. Descartes, cogito ergo sum, ist richtig. Ich glaube, Damasio irrt. Die Quintessenz 1, und jetzt sind wir gleich fertig. Auch behinderte Menschen können hohen Willen entwickeln. Es gibt einen humanen Adel. Im Willen und seiner Wirkung auf das Denken und Handeln liegt Freiheit. Positive Freiheit ist natürlich, partiell, relativ. Wir müssen und können etwas tun, unter anderem durch eigene Anstrengungen und Lernen. Das Recht erwartet von uns freiheitsförderndes Verhalten. Die Besonnenheit des menschlichen Willens macht, dass der erwachsene, geistig gesunde Mensch verantwortungsfähig ist. Willensfreiheit ist nicht gegen die Natur, sondern erworbene Fähigkeit vernünftiger Selbstführung. Willensfreiheit ist weder Zufall noch Beliebigkeit, sondern Fähigkeit zur Wahl des Guten. Dass Willensfreiheit physische Grenzen hat, widerlegt sie nicht, sondern macht sie wirklich. Bewusstsein und Unbewusstes im Gehirn arbeiten immer zusammen. Das Unbewusste ist nicht etwas, das einem dauernd nur Streiche spielt, wie Freud meinte. Die Informationsverarbeitung im Gehirn braucht Raum, Zeit und Energie. Sie beruht auf Zusammenarbeit in einem verteidigten System von Neuronen, aber mit Streben zur Einung und Führung durch besonderen Willen.
Die Verfechter des Totaldeterminismus machen sich nicht klar, dass der Glaube an einen kompletten Determinismus philosophisch ein Widerspruch in sich selbst ist, eine Antinomie, da ohne Freiheit der Forschung Wahrheit nicht von Irrtum unterschieden werden könnte. Wie wir gezeigt haben, spielt der Wille eine entscheidende Rolle für uns Menschen. Tiere, auch Menschenaffen, haben nur Vorstufen. Freiheit in Form von Freiheitsgraden ist gegeben. Für unsere Freiheit, die ja kein gesicherter Zustand, sondern ein dynamischer Prozess ist, können und müssen wir etwas tun. Dass unsere Freiheit ausbaufähig ist, sollte uns anspornen. Dies gilt für die gesamte Lebensplanung, auch für die Therapie, vor allem die nicht medikamentöse Therapie in der Neurologie und Psychiatrie. Wiederherstellung der Funktion nach Hirnläsionen durch heilgymnastische Übungsbehandlung und Ergotherapie. Für diese braucht der Patient Willen. Ja, ausgeprägte Willenskampf, manchmal eisernen Willen. Auch bei psychotherapeutischer Behandlung braucht es Willen und bei der Suchttherapie braucht es Willen ganz besonders. Schulung, Stützung, Stärkung des Willens bei diesen Therapien ist also angesagt. Das fehlt bei Freud. Der hatte ein sehr schwaches Ich einem übermächtigen Selbst gegenübergestellt. Er hatte auch eine schlechte Meinung vom Menschen, ein negativistisches Menschenbild. Der Mensch war bei Freud praktisch ein Triebwesen. Auch seine Doktrin, der Mensch sei schon in der Kindheit, sprich mit 3 Jahren, voll ausgeformt, der auch rot anhängt, stimmt nicht. Psychotherapie beyond Freud ist heute gefragt. Alfred Adler war da ganz anders, C.G. Jung und auch besonders Viktor Frankl mit der Logotherapie. Kornhuber und ich, wie auch Viktor Frankl, lehren, dass der Mensch nicht nur von Genen und Milieu bestimmt wird, sondern auch selbst seines Schicksals schmiedet. Ist. Und dass dies ein Sprichwort ist, zeigt, wie alles alt dieses Wissen ist. Man könnte hier schließen. Es kommt noch eine Folie. Soll ich die noch bringen? Ja? Verantwortung. Dass wir mit Willensfreiheit ausgestattet sind, macht uns zu Menschen. Diese Freiheit ist nicht grenzenlos wie über den Wolken, wie in diesem Song, sondern relativ. Sie ist gleichsam gradiert in Freiheitsgraden, Degrees of Freedom, die aber durch unsere eigene Kraft vermehrt werden können. Die Freiheit, die ich meine, reicht aus, um mich richtig zu entscheiden, vor allem auch, um Nein sagen zu können, ein Veto einzulegen. Auch etwas nicht zu tun, zu unterlassen, ist wichtig, vielleicht das Wichtigste. Aus diesem Grunde bin ich auch verantwortlich für mein Tun und Lassen. Die Deterministen Roth und Singer, die Willensfreiheit abschaffen wollen, werfen auch die Verantwortung mit über Bord. Schleicht sich hier nicht der Verdacht ein, dies könnte die geheime Triebfeder der Determinismusdoktrin sein, auf die ja auch die Medien so scharf sind, dass ich mich so schön abputzen kann, wie man in Österreich sagt, exkulpieren. Nach Roth und Singer musste Raskolnikow die Wucherin erschlagen. Er konnte gar nicht anders. Es trifft ihn keine Schuld. Er war determiniert, so zu handeln. Roth sagt, sein Gehirn habe entschieden, den Mord zu begehen, nicht er. Singer sagt, fällt ihm in die Parade, mein Gehirn bin ich. Sieht aber trotzdem das Ich entmachtet, da alle Entscheidungen auf gleichermaßen deterministischen neuronalen Prozessen beruhen würden. Singer, keiner kann anders als er ist, Verschaltungen legen uns fest, wir sollten aufhören von Freiheit zu reden. Nach Kornhuber und mir hätte Raskolnikow es auch unterlassen können, hätte auch ein Veto einlegen können oder sein Gewissen sprechen lassen können. Wir brauchen daher auch kein neues Rechtssystem, wie Roth es fordert. Man solle nicht nur die Triebtäter, sondern alle Verbrecher, also auch Täter, die mit Vorbereitung, planvollem Vorgehen, selbstbeherrschtem Abwarten, geflissentlicher Verwischung der Spuren und so weiter morden, praktisch als geisteskranke Rechtsbrecher behandeln, wie das in Österreich heißt, die keine Schuld trifft,
sondern und die deswegen auch nicht ins Gefängnis dürften, sondern in eine psychiatrische geschlossene Abteilung. Weil sie keine Schuld hätten, dürfe man sie auch nicht bestrafen. Sie hätten ja die Tat nicht begangen, ihr Gehirn hätte sie begangen. Absurd, nicht wahr? Wo doch Singer selbst ihm in die Parade fällt und sagt, ich bin mein Gehirn. Das würde bedeuten, tausende von Jahren Jurisprudenz über Bord zu werfen, wegen der bloßen Meinung einer kleinen, radikalen Minderheit. Mit dem etwas Pointierten möchte ich meinen Parforce-Ritt abbrechen. Entschließen. Danke.